Ich habe mich da ja bei dieser Castingshow so ein bisschen aus Spaß angemeldet, weil ich das einfach im Fernsehen halt gesehen habe. Und ich habe so meine beste Freundin angerufen und ich war so, ey, soll ich mich da anmelden? Und sie so, ja, klar. Dann habe ich das halt gemacht und es war auf einmal derbe aufregend alles. Hey Leute, ich bin's Lina und ich bin heute bei Diffus und wir reden heute ein bisschen über meine Musik. Vor 10 Jahren kam der erste Bibi und Tina Film ins Kino. Wie stehst du heute zu der Reihe? Das ist 10 Jahre her, das ist wirklich strange. Also ich lieb's, es ist irgendwie total, total schön und ich freue mich jedes Mal, wenn mich jemand drauf anspricht. Das ist natürlich für mich auch so ein kleiner Struggle wegen der Musik und weil ich da natürlich als Lina wahrgenommen werden möchte und nicht immer auf diese Bibi-Sache reduziert werden möchte quasi. Aber irgendwo ist es ja auch was total Schönes, so zu wissen, dass es für super viele Leute einfach so ein Kindheitsding ist, also wie für mich, keine Ahnung, Hannah Montana. Dann bin ich dann für andere irgendwie auch so präsent gewesen damals und jetzt heute hoffentlich immer noch. Ich habe natürlich auch zwischendurch Momente, wo ich mir so denke, oh, ich glaube, es wäre irgendwie alles ein bisschen einfacher. Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel nicht irgendwie 4 Teile gemacht hätte oder so, wenn man nicht so einen krassen Stempel hätte. Also man muss sich das schon so ein bisschen durchboxen, glaube ich. Aber ich glaube, es ist jetzt auch einfach schon ein bisschen genug Zeit vergangen so und die Leute checken es so langsam und ich kann mich gefühlt so ein bisschen neu erfinden, was ja auch voll nice ist. Ja, ich glaube, mittlerweile habe ich da so meinen Frieden mitgefunden. Dein erster Schritt in die Musikwelt war mit der Show Dein Song. Wolltest du schon damals professionell singen? Boah, also ich habe mich da ja bei dieser Castingshow so ein bisschen aus Spaß angemeldet, weil ich das einfach im Fernsehen halt gesehen habe und ich habe so meine beste Freundin angerufen und ich war so, ey, soll ich mich da anmelden? Und sie so, ja, klar. Und ich so, okay. Und dann habe ich das halt gemacht und es war auf einmal derbe aufregend alles und super, super viel. Und ich hatte nie so wirklich den Plan, Musik im Endeffekt so als meinen Beruf zu machen oder Schauspielerei von mir aus auch, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht damals, Songs zu schreiben, auf der Gitarre rumzuklimpern, zu singen. Und ich habe das einfach geliebt und deswegen habe ich mich dann da angemeldet und war am Anfang auch noch so, ja, who cares, ob ich das gewinne oder nicht, ist doch völlig egal. Aber im Endeffekt, wenn man dann bei sowas mitmacht, dann will man natürlich auch. Und deswegen war ich auch super happy, als ich das dann gewonnen hatte. Und klar, man lernt so ein bisschen Sachen kennen, wie das so ist in der Branche, wie die Leute so sind. Das ist alles mega aufregend. Man hat Musikvideodrehs und damals dachte ich so, das ist der geilste Tag meines Lebens, dieser eine Musikvideodreh. Und klar, ich glaube, da war ich mit 14 irgendwann so, ja, das könnte es sein. Andererseits habe ich aber auch direkt gemerkt, wie krass, wie stressig das ist und wie viel das gleichzeitig ist. Von daher, ich war immer so 50-50. Und dann kam aber eins zum anderen. Dein neues Album heißt 24-1. Was steckt hinter den Zahlen? 24-1 bedeutet 24 Stunden ein Tag, denn wenn man das Album von vorne in der richtigen Reihenfolge durchhören würde, würde einem auffallen, dass es morgens anfängt und ganz, ganz spät in der Nacht endet und auch so einen kleinen Erzählstrang hat. Und wir gehen da in 12 Songs alle möglichen Gefühle durch und ganz viele Erlebnisse, die ich persönlich auch erlebt habe. Es ist ein bisschen wie so ein veröffentlichtes Tagebuch gefühlt. Und ich habe das ja auch mit sehr closen Leuten von mir geschrieben, die auch genau wissen, was bei mir abgeht, wie ich manche Dinge schreiben würde, fühle, was auch immer. Und das ist irgendwie ganz süß, dass dieses Shared-Google-Dokument eigentlich so ein Shared-Diary war, mehr oder weniger. Und wir da jetzt uns schöne, emotionale 24 Stunden rausgepickt haben. Was hat dich zum Song Schön genug inspiriert? Also ich finde, Schön genug ist einfach... Es ist eigentlich einfach genau das runtergeschrieben, was ich mir eigentlich so denke, wenn ich zu Hause reinkomme und die Tür schließe und ich bin. Hier bin ich natürlich auch ich, aber ich glaube, wenn die Tür zu ist, ist jeder nochmal vielleicht ein bisschen in sich gekehrter oder ein bisschen ruhiger, auf sich besinnter, wie auch immer. Daher kommt es, glaube ich. Und es ist schön genug, ist natürlich ein schönes Bild und es trifft sehr genau, was, glaube ich, vielen von uns durch den Kopf geht. Darüber steht ja auch, ob man jetzt gut genug ist oder nicht, wie man ist. Ob es jetzt schön genug ist, smart genug. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tiefe Frage und ich hoffe, irgendwann wird sie mir egal sein und ich werde mir einfach denken, jupp, bin ich und wenn ich es für dich nicht bin, ist mir das auch egal. Aber ich glaube, da kämpft man so ein bisschen mit sich selber, dass man das einfach für sich selber irgendwann entscheiden muss. Ich bin fein so, wie ich bin und ich muss mich nicht andauernd irgendwie vergleichen oder verändern oder hätte irgendwas besser machen müssen. Was gibst du Leuten mit auf den Weg, die solche Gedanken haben? Reden.
Ich habe es auch lange nicht gemacht, sondern immer sehr viel für mich behalten. Das verschlimmert meistens die Situation eher, weil man sich sehr alleine fühlt und weil man irgendwie das Gefühl hat, man findet so den Weg aus diesen Zweifeln nicht raus. Und wenn man dann aber doch mal seinen Mund aufmacht und spricht, merkt man, dass es eigentlich relativ viel hinzugeht. Und selbst wenn es dem Gegenüber oder der Gegenüberin nicht so geht, findet man doch eigentlich immer ganz gut Anklang oder es wird irgendwas Liebes gesagt, was einen vielleicht aufmuntert oder so. Und das ist eigentlich ein total schöner Gedanke, dass man eben nicht alleine ist. Und ich hoffe, das bedeutet auch für viele dieser Song, dass man sich eben denkt, man hört ihn und man denkt sich so, oh mein Gott, ich fühle das, ich bin sehr, sehr froh, dass jemand anderes noch so fühlt. Also das habe ich zum Beispiel ganz oft bei Musik, die mich irgendwie richtig catcht, ist, wenn ich so merke, wow, diese Person, ich kenne sie nicht. Sie ist keine Ahnung, wie viele tausend Kilometer von mir entfernt. Wie kann es sein, dass diese Worte irgendwie eins zu eins auf mich zu treffen. Und ich hoffe, das macht der Song für viele. Was steht dieses Jahr sonst noch an? Ich gehe im April auf Tour, auf 24.1 Tour. Am 14. April ist das erste Konzert in Hannover im Kapitol. Es fühlt sich auch sehr nostalgisch an, weil da war auch auf meiner allerersten Tour war da das zweite Konzert. Und ich hatte 40 Grad Fieber und es ging mir richtig schlecht. Aber es war irgendwie nice. Es war ein total schöner Abend und ich hoffe einfach, dass dieser Abend in Hannover auch ganz wundervoll wird und es gibt noch 11 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich und Schweiz. Genau, darauf freue ich mich sehr, auf ein paar Festivals hoffentlich oder generell ein paar Konzerte im Sommer. Vielleicht noch irgendwas Schauspielmäßiges und ansonsten neue Musik, da denke ich, werden wir fleißig weiterarbeiten.